Rechteckiges Fenster. Eisblütenblatt. Okay. Okay. So, dann haben wir auf jeden Fall was zu forschen. Und wir müssen die Betten austauschen. Das heißt, wir brauchen Holz und das Fenster ist Eisblütenblatt. Fürchte. Nee, das sind zu viele. So. Na, ich fürchte, das wird vielleicht. Ich hole mir noch einen Baum. Sicher ist sicher. Ich glaub, wir müssen auch mal hier auf Erkunden gehen. Wir haben seine Stein, 10 Eisen, 5 Rauchperle. Wer sagt da, wie lange das dauert? Nee. Okay. Das machen wir jetzt einfach. Wenn die jetzt wach sind. Pause. Wir gucken mal. Mana-Vorkampf auffüllen, genau. Füge vordere Reihe hinzu. Ach so, wir sind nur zu zweit. Das sind jetzt die vordere Reihe. Okay, hier sind aber bloß zu zweit. Okay, ich glaube, das ist vielleicht nicht so gut. Wir gucken mal. Wir schauen, was passiert. Pause. Oh, ist rundenbasiert. 75 Leben. Wieso hatten James so wenig Leben und Lorelei so viel? Ja, dann hätte ich doch die Front ein bisschen anders gelegt, hätte ich das gewusst. Scheiße. Das Benutzen eines Trankes ist eine Bonusaktion. Du kannst eine Bonusaktion vor dem Zaubern oder Fliehen nutzen. Fügt Schattenmantel für 3 Runden zu einer verbündeten Position hinzu. Greift einen Gegner an, verursacht plus 40 Schaden, wenn er von Schattenmantel aus angreift. Gesamtschaden 42, Grundschaden 20, Kraft und Gefährder, Mana kosten 15 Schattenmantel. Aber was ist denn bewegen? Ich muss den irgendwie in Sicherheit bringen. Ach, und dann kann ich trotzdem noch? Wie viele Bewegungspunkte habe ich denn? Okay, ich werde als erstes angegriffen. Und dann nur noch ich. Das ist problematisch, weil ich so wenig Leben habe.
Da steht denn jetzt 42. Ja, die meisten leben. Okay, klicken geht nicht, warum nicht? Ah, okay. Ach, der geht gar nicht. Ich kann bloß die vorderste Reihe angreifen. Ah. Füg dem angedörten verbindenden Schild 1 zu. Greift einen Gegner dreimal an. Gesamtschaden 15, Grundschaden 3, Kraftmüll. Gesamtschaden 15? Das ist ja ein Scheißdreck. Das ist heftig. Aber er ist halt der Einzige, der Schaden macht, nur halt nicht genug. Gewährt Nagel in diesem Kampfslot ausweichen plus 25%. Für 3 Runden. Fünfzehn Schaden. Ja, ich muss einen loswerden. Wieder der wird. Hä? Gab es immer zwei, die 75 hatten? Oh. Das ging dreimal. Das war ja quasi fast schon perfekt. Und ich krieg jetzt wieder 82? Oho! Da habe ich jetzt aber ein bisschen Glück gehabt, hä? Und es geht immer tiefer dann, oder was? Aber wir können Belohnung Sehne, Pilzhöhlen. Machen wir Pause. Untergrund Unikammer. Okay. Die Wirren tiefen.
Stufe 3, Stufe 3, Stufe 2. Boah, Sehne und Stein. Okay, können wir auch Ressourcen uns schnappen. So, HF2. Schwach beleuchteter Raum. Okay. So, jetzt hätte ich ganz gern... Nee, Fenster kriegt man ja noch nicht hin, ne? Betten wohl auch noch nicht. Nee, da müssen wir erstmal das Zeug holen. Können wir aber nicht ersetzen, ne? Wir können die auflösen. Okay, können wir denn jetzt schon... Das Bett noch nicht. Aber das Fenster können wir bauen. Und das vielleicht als Priorität. Pause, F2. Beleuchtung. Kein Lernpilz wird erscheinen. Keiner wird erscheinen. Keiner wird erscheinen, aber hier. 22 Stunden, okay. Pause. Okay, wir müssen den jetzt aber erstmal wegräumen. So leid mir das tut, aber der muss jetzt weg. Schnell. Wenn der über Nacht hier wäre. Okay, Hammer. So, Mana erschöpft. Okay, erfahre mehr über Bettruhe. Benötigt medizinische Bettruhe. Schande. Sehe schon. Magier, die HP-Schaden nehmen, müssen sich ausruhen, um sich zu erholen. Magier mit niedrigen HP erleiden Überzeugungsabzüge und können eine Chance auf Fehlzauber beim Zaubern haben. Der Bau eines Krankenbetts ermöglicht es Magier, medizinische Bettruhe zu halten, um ihre HP wiederherzustellen. Okay, aber doch, das kann ich bauen. Brauche aber 6 Eisblüten, die bräuchte aber fürs einfache Bett. Nee, brauche ich gar nicht. Das kann ich überall hinpacken, oder? Das ist wahrscheinlich James, ne? Wo sehe ich denn seinen Lebensbalken? Herz 102 von 102. Hä? Ist es Lorelei? Okay, sie hat Schaden. Okay. Warte, was steht da? Unter Schmerzen. Erforscht rustikales Essen. Jetzt hier über Fußboden und Erdboden. Also geht ja kaputt bei Regen. Es kostet ja auch etwas, ne? Mobiliar. Und jetzt den Esstisch. Können wir den einfach hier herstellen? Halt, stopp. Einfache Blatt würde funktionieren. Wir brauchen aber immer noch Holz. Wir können nur eins bauen.
Was ist denn das mit dem Wasser? Kann Krankenbett nicht erreichen. Wieso kann das denn nicht erreicht werden? Unerreichbares Objekt. Warum denn? Ich verstehe das nicht. Warum kann das nicht erreicht werden? Hä? Kann Krankenbett nicht erreichen. Warum? Hallo? Hinten ist da aber nichts. Warum kann er das Krankenbett nicht erreichen? Weil es an der Wand steht oder was ist hier los? Okay, wir probieren es mal. Ich stelle es ein Stück weiter vor. Ich hoffe, das funktioniert. Können wir das ja als Prio 5 machen, bitte? Kann Krankenbett nicht erreichen. Warum denn? Spiel, sag mir doch warum. Warum kann man es denn nicht erreichen? Hä? Ich verstehe es nicht. Warum kann man es nicht erreichen, bitte? Mit Wasser füllen für Heilungen durch Wasserkraft, Rituale hier. Können negative Zustände entfernen, notwendig zum medizinischen Rollen zu erstellen. Das ist aber egal, das Krankenbett muss doch trotzdem funktionieren. Warum kann man das nicht erreichen? Genau wie mit dem Bett, das könnte man auch nicht erreichen. Warum? Was ist denn hier das Problem? Verstehe ich nicht. Was ist denn los? Warum? Hier gibt es keine Wegfindung oder was? Grün? Ich meine, hier gibt's, es ist... Ich weiß nicht, was hier Sache ist. Muss ich hier... Warte mal. Korridor kann ich hier auch nicht reinbauen. Benötigt Rückwand und Flur darunter. Hä? Warum kann ich den Bereich hier nicht... Warum komme ich da nicht hin? Statik passt. Ist kein Schulungsraum. Also...
Verstehe nicht, was hier nicht erreichbar ist. Das ist deswegen, aber das... Aber das Er hat es doch einfach drüber gebaut. Ich kann das doch hier nicht abreißen, oder? Das ist echt das Problem. Wow. Was ist das Problem gewesen? Weil ich das zu hoch gebaut habe? Okay. 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 Aber gut, wenn es jetzt funktioniert, funktioniert's. Also, ich möchte, dass die beiden Betten aufgelöst werden. Mit Prio 5. Und dann kriegen die einfache Betten hier reingesetzt. So. Und so. Beides auch mit Prio 5, damit die Betten vorhanden sind. Wenn Nacht ist. Und könntest du vielleicht in ihre Freizeit geht sie mit oder was? Wir keine Aufgaben geben, damit sie sich heilt. Zwei oder mehr Krankenbetten. Und das macht, stellt mehr HP wieder her. Das ist cool. Würde dann schneller gehen. Aber schwierig. Was hat's für Maße? 2 mal 3 mal 4. 4 hoch 2.
E2 würde tatsächlich noch hier reinpassen. Dann müsste ich hier einen Abschluss machen. Ja, doch, und der Raum wäre auf jeden Fall höher als breit, denke ich. Hätten wir hier noch einen kleinen Raum, aber wir müssen auch irgendwie wieder hochkommen. Wenn wir uns erweitern wollen. Wir brauchen auch mal Schulungsräume. Na, endlich. Das kann sie nur in ihrer Freizeit machen. So, ist übrigens Nacht. Sind die Betten zugewiesen eigentlich? So, was hat das Schlafzimmer nochmal gemacht für Vorteile? Kurz mit Überzeugung für Professoren. Ah, er schläft. Okay, ich wollte gerade sagen, ich habe ihn nicht gesehen. Das Wort auf ihre Heilung alle. Oh, sie ist geheilt. Und scheinbar nicht müde, weil den ganzen Tag im Bett lag. Prozent ausgerichtet. Das ist schon heftig. Also. Ah, können wir das verschieben nochmal? Das hängt jetzt ein bisschen hoch. Ich würde das gerne um eine Stufe tiefer verschieben. Yeah.
Pause. Für die Lagerung. Ah, der Vorratsschrank. Kann ich eigentlich aussuchen, was hier reinkommt? Inhalt? Zutaten für Mahlzeiten. Warte. Für Lebensmittel, Mahlzeiten und Zutaten. Das heißt, im Prinzip könnte ich jetzt hier Zutaten rauspacken und Mahlzeiten rauspacken. Und das gleiche dann auch hier. Nicht Eigenschaften, Inhalt. Zutaten für Mahlzeiten und Mahlzeiten selbst rauspacken. Okay. Könnte platzsparend sein. Das Gewürzregal, das brauchst du für eine Küche. Erhöht den Luxus. Schlomp. Eine Mahlzeit für eine Veredelungsbestie. Sogar Beseelte werden es nicht essen. Honigkruste. Eine Mahlzeit für jedermann, über die sich niemand beschweren wird. Bitterreis. Honigtropfen. Honigtropfen haben wir noch gar nicht, glaube ich. Gar nicht gefunden. Überzeugen plus 5, wenn. Das ist. Interessant. Eine Veredelungsbestie, die nicht humanoide Leichen verarbeitet, in nützliche Zutaten verwandelt. Rezept, Sehne mal 5 Wörter und Rezepten für Ausrüstung, gesteppte Helfer und zum Bau bestimmter kleiner Kadaver. Ah, okay. Eingeweide kann ich auch abändern. Was ist das hier? Spindel, eine Station zum Erschaffen. Erschafft gesteppter Helfer, die Aufgaben in der Universität ausführen können. Fragen. Fragen. Putzen. Putzen. Wird in Rezepten für gesteppte Helfer und zum Bau bestimmter Einrichtungsgegenstände verwendet. Okay.
Also machen wir die, damit wir was zu tun haben. Können die denn allgemein bessere Zauberstäbe benutzen? Erhöht die Maximalstufe, indem du Zauberstäbe verbesserst. Erhalte Multiplikatoren, indem du Magier zu Lehrlingen oder Professoren beförderst. Wie kann ich die denn verbessern? Zauberstäbe verbesserst. Kann ich denn einen Zauberstab, einen Dunkelzauberstab bauen? Hier. Der vielleicht besser ist. Dazu muss ich es allgemein verbessern, vermute ich mal. Wahrscheinlich muss ich das forschen, oder? Warte mal. Wo kann ich suchen? Hier. Luftzauberstab Stufe 2. Tatsächlich. Blitzzauberstab Stufe 2. Okay, ich sehe. James. Like sharing a bedroom with Lorelei. James hat Dunkelzauberstab. Wenn ich dem Dunkelzauberstab 2 erforschen? Nee, S-Science? Nee, warte mal. Forschung. Reich des Todes. Ist das vielleicht dunkel? Ja. Also ich kann das hier hinzufügen. Dann werden die automatisch gemacht. Bis hierher, bis zum dunklen Zauberstab. Gut. Es sind alle wieder wach. Was fehlt? Stinkbeere. Reinige die Mana-Quelle und dränge den Nebel zurück. Leg neues Land und fortschrittliche Ressourcen frei. Hier stinkt Bären. Das haben wir ja sowieso, oder? Was ist das hier? Mächtig. Auch 9 Stinkbären, 1 Studenten und Holz. Das wird aber auf jeden Fall... Oh. Okay. Ich stelle einen Naturzauberstab her und wir gucken den Feuer. Wir stellen Feuer her und wir gucken, was da passiert. Fertig einmal.
Problem ist, wie definiert sich denn ein Schulungsraum? Ein Klassenzimmer? Ein oder mehr Lernstein? Wo ist denn ein Lernstein? Freizeit ist es sicher nicht. Garten dürfte es auch nicht sein. Unterricht hier. Ein Lernstein. Use to unterrichten, initiate any skill. Okay. Steine. Und Holz. Ich glaube, Holz brauchen wir noch. Ein Stein. Einmal Holz. Holz brauchen wir auf jeden Fall. Gut. Gut, 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 gut. Haben wir denn jetzt... Nein. Noch 34 Holz? Ganz vergessen, dass das auch Holz braucht, offensichtlich. Wollen wir den füllen? Stopp. Der Nebel lacht spöttisch. Vier, fünf. Wie hat der denn da keine? Hier ist sie blau. Aber da hat er keine. Das heißt, ich muss hier doch noch eine Wand bauen. Und... einen Durchgang. Haben wir denn jetzt eigentlich
einen Zauberstab gemacht. Ich weiß gar nicht. Haben wir? Chose Wand, Gwent, to a new begabt initiate. The more students you have already in your school, the longer the ritual takes. Ein Zauberstab eines beliebigen Typs. Ein Professor. Blitzfähigkeit 3. Gnosis-Scherben. Ich weiß nicht, was Gnosis-Scherben sind. Aber das hier hätten wir. Aber habe ich dann... Na gut. Wo ist das? Hold a funeral at this grave for a foreign mage. In order to give your characters catharsis. Okay, was ich nicht verstehe, ist, warum die Bären essen, obwohl ja das Essen existiert. Warum ist das so? Warum essen die nicht das Gericht, was denen da vorliegt? Zugeteiltes Bett unerreichbar. Ja. Kommt aber. Sobald der Durchgang fertig ist. Entschuldigt bitte. Bitte macht diesen Korridor als erstes. Danke. Damit die auch schlafen können, das wäre grausig. Dach wird ausgetauscht. Ja, ja, das passt schon. Nein, nein. Gehen die tatsächlich schlafen. Aber wie es regnet. Der Geist unten ist noch da. Kannst du das bitte fertig machen? Danke. Was ist denn für ein Geräusch jetzt? Da sind sie, okay.
Okay. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ich würde sagen, 60% reichen auf jeden Fall aus. Vielleicht ist es tatsächlich auch so 50%. Hier müsste ich noch was machen jetzt, ne? 192. So eine Lampe bringt 60. Ein Fenster 125. Weiß nicht so. Und 125. Glibberhaufen. Veredelungsbestie. Nee. Warte. Kann ich hier an der Wand? Eine Treppe hochbauen. Ja. Ach du Kacke. Was eins davon haben? Bücherregal oder großes Bücherregal? Bücherregal haben wir doch, glaube ich, oder? Räucherstock. Überstock und Überstein. Hier nicht. Ein Räucherschilf. Das wird wahrscheinlich zu wenig sein. Das wird wahrscheinlich zu wenig sein. Fünf, so viel kriegt man dabei. Also drei werden wir wahrscheinlich nicht rauskriegen. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall noch mal ran. Pause. Ich würde gerade sagen, was macht denn er hier? Nochmal zweimal Räucherschilf. Das könnte was werden. Auf der Seite gibt es scheinbar keine. Achso, was ich mal testen wollte, kann man denn? Ist ja Boden. Ne, die Breite ist vorgegeben. Ich kann es nicht. Ne, ich könnte es hier irgendwie erweitern, nicht wahr? Wir könnten das breiter machen. Ob uns das hilft, ist natürlich eine andere Sache. Blockiert durch Sonnenschattenbaum. Ach, durch den da. Man könnte es tatsächlich ein bisschen breiter machen.
Weil kein Holz mehr, ne? Oder kein Stein. Einfaches Klassenzimmer. Ein Tier mittelstufiges Klassenzimmer. Der braucht einfach nur ein oder mehr Bücherregal. Ein oder mehr. Ach nee, der braucht ein. Muss eins davon haben. Das heißt, wenn das Bücherregal steht. Ist ja nice. So, jetzt hätte ich aber ganz gerne, dass wir das hier nochmal machen. Einfach um uns Zeit zu verschaffen. Und dann holen wir unseren ersten Studenten. Und gucken, also um Zeit zu verschaffen und um zu gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Hier liegen auch noch Sachen rum, ne? Steine müssen wir auch auf jeden Fall holen. Ich weiß gar nicht, ob Studenten uns da irgendwie... Kronennest, das ist neu. Kreaturen, Kronennest. Und Honigtropfenbusch. Dann haben wir Honig. Und das Kronennest... Ja, wisst ihr was eigentlich? Alles, was hier steht. Ist hier irgendwas? Hier ist alles leer. Nee. Finsterer Kristall. Gib mal Steine zum Schürfen. Jagen tun wir auch nochmal. Das Holz hätte ich auch ganz gern. Lernpilz. Ah, der macht ja automatisch Pause, das vergesse ich immer. Aber bitte auf Rang 5. Denn hier ein Fenster reinbauen? Eisblütenblatt 125. Wird auf jeden Fall Platz sparen. Würde zwar nicht ausreichen, aber es würde Platz sparen. Ich sehe auch gar keinen Eisenblüten-Dingsbums hier. Eisblume, doch, da ist einer. Es ist bald Nacht. Eine Station zu erschaffen? Okay, ja. Ich kann hier oben ein Fenster reinsetzen.
Hier nicht, oh, aber hier kann ich ein Lämpchen hinsetzen. Und da wäre auch noch ein Lämpchen ganz gut. Wo ist es? Die Sicherheit geht vor. Weißt du was? Während alle schlafen, machst du hier ein bisschen Licht rein. Wie wär's? Mehr Licht geht aber doch. Und noch eine bauen. Auch Stufe 5. Dann wären wir hier auf jeden Fall erstmal sicher. Was diese Pilze angeht. Diese leeren Pilze. Weiß nicht, ob es auch volle Pilze gibt, aber die leeren Pilze. Warte, das hat 30%, das reicht doch nie und nimmer. Da reicht doch die eine Lampe nicht. Können wir denn... eine Eisblüte machen? Dann können wir das hier vielleicht abbrechen. Dann bauen wir hier einfach ein zweites Fenster rein. Und damit müsste es schon ausreichen. Okay. 50 oder 60% ist es. Ich denke, wir haben es jetzt, ne? Genau. Das heißt, wir setzen jetzt hier einfach das zweite Fenster rein. So. Ich möchte mal die Eigenschaften angucken. Erstmal benötigtes Licht, Sonne 100%. Ich kann die also nicht drinne anbauen. Die Frage ist doch, sind diese Kästen, die wir haben für den Garten, die gehen doch wahrscheinlich auch kaputt, oder?